Oh, interessant. Oder auch nicht. Scheiße. Dann düe ich gleich rein und gleich fällt man hier in so ein Loch. Leben diese Dinger hier noch? Sehen nicht sonderlich lebendig aus. Ja, seht ihr, darum gefällt die mir. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Sterben, entsperren, benötigt Türmine. Und dann mach hier auf. Tür öffnen. Oh, eine Kakerlake. Die mache ich doch erstmal kaputt, die Kakerlake. Wenn ich mir diese Ausrüstung ansehe, fühle ich mich hier wie zu Hause. Ja. Ist ja auch scheinbar Haushaltselektronik. Hier wurden scheinbar Mr. Handys und so hergestellt. Hab ich das jetzt schon? Ja. Mega-Hack. Ausgezeichnet. Enthält den Source-Code zum Hacken von Protectrons. Interessant. Und wie funktioniert das jetzt? Wie kann ich das machen? Schrott, Mods, Mods, Schrott, diverses. Kann man das hier irgendwo finden oder wie? Überbrückungsprogramm. Willkommen bei und so weiter. Allianzparameter außer Kraft setzen. Zurück. Okay, das ist interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Dann mal hier rein in den Terminal. Demo-Modus aktivieren. Server-Status. Okay, immer wenn ich Server-Status drücke, kommt da nichts. Ach nee, Server-Offline meinte bestimmt. Mitteilung der Geschäftsführer. Cooper, ich weiß nicht, was daran so schwierig ist. Ich bitte Sie doch nur darum, die Militärprotokolle unserer gestern erhaltenen Roboter abzuschalten, damit wir sie im Laden im Demo-Modus laufen lassen können. Ist das so ein Problem? Sie kennen sich doch mit Computern aus. Erfordern die Copics und Spiele ihre ganze Aufmerksamkeit. Werden Sie erwachsen und werden Sie zum Teamplayer, Mr. Felix. Okay, die haben mich. Komisch, so eine Endlosschleife. Voll komisch. Wir haben also Militärprotokolle, also so. Ada, könntest du? Bitte? Die sind also böse. Wenn ich die jetzt im Demo-Modus aktivieren würde. Aber das gefällt mir ja natürlich nicht. Mal sehen, ob wir in der oberen Etage mehr Informationen erhalten. Mach hier mal auf. So, gut. Geschafft. Wo geht's denn hier hin? Tür öffnen. Achso, das ist die Toilette. Und wie immer hinten im Waschbecken, Kinder, das soll Hände waschen heißen. Wascht euch immer die Hände. Oh, wir nehmen das immer alles mit. Der Power-Rüstung kannst du das nicht tun? Ja, warum sollte ich das tun wollen? Ich muss die Power-Rüstung eventuell mal abliefern. Aber naja, wir können damit erstmal rumlaufen. Ist ja nicht so dramatisch. Okay, Kassen gibt es hier also auch. Vorkriegsgeld. Die übliche Plunder mit Vorkriegsgeld hinein. Was mit Staub? Gleich nochmal lesen, was die Gute sagen wollte. Cool. Ach so, mit Staubfiltern. Gibt's ein Radio. Und oh, noch mehr Geld. Und eine Schaltplatine. Nee, Schaltplatte. Ich weiß nicht, irgendwas mit Militär. Experte, was denn. Oh. Was ist denn dann hier drinne? Ne, wobei eigentlich sollte ich es ja besser wissen. Alles, was gut gesichert ist, heißt nicht, dass es gut ist. Eine Mini-Atombombe. Oh, der Safe ist gut gefüllt. War nur Vorkriegsgeld, aber gut gefüllt. Stealth Boy, nett. Da drüben geht's noch hoch und da geht's auch noch hoch. Und hier haben wir auch noch eine Tür. Noch eine Toilette.
ziemlich viele Toiletten. Wir brauchten so viele Toiletten. Wir gehen erstmal hier hoch. Was haben wir denn hier? Oh, schirmlose Lampen. Und ansonsten war da war noch was benutzte Ölkanister. Ja, Öl ist immer gut. Öl brauchen wir ganz dringend. Uiuiui. War eine leuchtende. Voll erschreckt. Oh, Glühbirnen nehmen wir doch gerne. Klemmbrett und ein paar Ressourcen. Immer her damit. Oh, da waren noch Spinte. Ah, die sind aber leer. Na dann auf nach oben. Guten Tag. Ich hoffe, ich störe nicht. Okay. Oh, Whisky. Ein Safe benötigt Terminal. Nur dann ran an den Terminal. Nachricht 7.10.77. Lieferung ist beschafft und unterwegs. Hinterlasst die Zahlung am vereinbarten Punkt, wie besprochen. Versuche jetzt nicht, mich zu bescheißen, Felix. Das sind echt hochwertige Roboterteile, die ich dann dir da beschafft habe, Malcolm. Mhm. Militärische Protokolle aktivieren. Sehr geehrtes Arschloch, ich kündige Kuba. Okay, er hat sie nicht deaktiviert. Los, deaktivieren. Ja. Oh, huch, was war denn da jetzt mit dem Sound kaputt? Ist der jetzt schon kaputt? Direktionsassistent-Handy. Jetzt ist er kaputt. Schön. Das heißt also, ich kann die jetzt hier schön auseinandernehmen und hier nix hier mit Demo-Modus. Jo. Das gefällt mir. Das heißt also, ich nehme die jetzt hier alle auseinander und loote die. Von wegen Demo-Modus. Das ist ja genug Demo-Modus, wenn die hier hochgehen. Hier ist ja auch noch einer. Und das nehmen wir alles mit. Ich weiß gar nicht, ob das weniger EP gibt, als wenn ich die jetzt aktiviert hätte. Aber ja, mir ist das doch egal. Was haben wir denn hier noch? Steht eine Funkeinheit, kann ich aber nicht benutzen. Okay, der überlebt nicht. Schade, dass er eigentlich nicht überlebt. Oh, down. Ne, dann kann ich jetzt mal doch den Demo-Mode aktivieren. Demo-Modus aktivieren. Wer weiß, ob hier noch einige sind. Ich hoffe aber, ich habe sie jetzt gerade alle erledigt. Dann dürfte es ja hier keinen mehr geben. Und wenn doch, dann werden wir es gleich merken. Nee, das sieht aber gut aus. Alle erledigt. Dann gehen wir wieder. Kurz auf die Karte gucken. Abgeschlossen. Wir gehen wieder. So, kurz mal heimlich was getrunken im Ladescreen. Und dann, ja. Wo können wir jetzt hingehen? Wo sollten wir hingehen? Ich glaube, ich wollte eigentlich auch zu Vault 81, wenn ich mich recht erinnere. Wetterfahne Mila. Ich gucke erstmal, wo sind wir? Wir sind hier. Warte. Der Weg der Freiheit? Nein. Marowski, Kölner Grashüpfer, Baseball, Dr. Amari, Paladin. Wo ist denn das hier jetzt hier? Irgendwo war doch hier das mit dem
Briefkasten. Die Freiheit. Nanu, bin ich so blöd? Beseitige Envo Station, erkunde, knipse. Diamond City Blues für die Freiheit. County Crossing. Ah, hier der Briefkasten, das wollte ich. Ja, genau, der ist dann nämlich in der Nähe. Kümmern wir uns hier erstmal um diese Briefkasten. So kann ich nämlich nach Möglichkeit viele unnötige Ladescreens vermeiden. Die vielen Quests haben also auch ihren Vorteil. Was? Codierung überladet? Warum schon wieder die Codierung überladet? Ich verstehe es nicht. Ich muss mir das nachher mal angucken, warum der da immer... Was? Wer schießt hier? Sieht das leider hinüber. Und zwar so richtig. Alter, was haben die denn mit dem gemacht? Okay. Dann treffe ich den denn nicht. Willst du mich verarschen? Und was ist das denn? Hat der mich hier jetzt reingeschoben? Alter. Ich habe vor, wenn wir so viel mit wieder tragen können. Ja, will ich schon machen. Oh, das war ein legendärer. Scheiße. Ah, das war wieder was für Kleidung, soweit ich das erkennen konnte. Ja, hier, das hier müsste das gewesen sein. X. Beleiten mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu plus 35. Könnte ich jetzt nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, da muss ich später mal gucken. Lila. Okay, diese Roboter streifen hier also wirklich wahllos durch das Land und töten alles. Kurz mal richtig hinsetzen. Und ihr sagt schon wieder, Codierung überladet. Ich verstehe es nicht. Beobachte das jetzt, wenn nicht, muss ich da gleich mal neu starten. Nicht, dass hier die... Oh, das ist auch ein legendärer. Das war aber jetzt eine Waffe. Das habe ich gesehen. Das war eine Waffe. Erlöser definitiv nicht. Das ist eine andere Waffe. Hier, die hier war es. X. Beschleunigt, doppelläufig. Plus 25% höhere Feuerrate und 15% schnelleres Nachladen. Man rechnet die aber gar nicht auch mit Legendären, weil die manchmal so schnell platt gehen. Fusionskern. Schön. Jetzt haben die mich hier aber voll aus dem Konzept gebracht. Ich wollte in diese Richtung, genau. Den leeren Briefkasten wollte ich leeren. Ne, den toten Briefkasten, nicht den leeren. Wäre auch bescheuert, den leeren Briefkasten leeren. Was ist denn hier? Okay. Ich höre schon wieder Schüsse im Hintergrund. Blutpaket. Psycho. Kaffeekanne. Laborstation. Ah ja, ich sehe. Er macht die Codierung. Im Moment. So, weiter geht's. Warte, ich warte noch mal kurz, bis er das hier gecheckt hat. So, jetzt müsste das einigermaßen gehen. Ich bin auch schon am Suchen einer... Nein, er macht's nicht. Ja, ich bin auch schon am Suchen nach einer besseren Festplatte, dass das nach Möglichkeit geht, aber jetzt irgendwie macht er es nicht. Ja, weil ich sagen wollte, ich habe ja nur eine SATA 2 Festplatte und die ist irgendwie zu langsam. Ich weiß auch gar nicht, warum der jetzt hier rumzickt. Ich merke es ja auch voll. Irgendwas hier ist ganz aggressiv und macht hier was langsam. Ich laufe hier mal kurz rum. Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht.
Das geht so nicht. Dann mache ich hier kurz mal F5 und dann wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ja, die Codierung ist immer noch überladen. Ich verstehe es nicht. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal den Stream beenden. So, Stream stoppen. Es tut mir leid, es geht so nicht, aber ich muss die Aufnahme weiter aufnehmen. Ich brauche Folgen. So, und dann soll das zumindest für das Spiel weitergehen. Genau, jetzt hat er nämlich keine Probleme mehr. Ich muss dann mal gucken, also irgendwas scheint da immer noch riesige Probleme zu machen, ich weiß nur nicht was. Wo sind denn hier die guten Radar? Das ist doch scheiße. Und da oben drauf. Ja, mit Sicherheit da oben drauf. Interessiert mich aber nicht, dass sie da oben sind. Ich möchte ja nur zum toten Briefkasten. Wo laufe ich denn hier rum? Mein Gott, ist das schon wieder hier verwinkelt. Okay. Ist das hier richtig? Das sieht zumindest nicht falsch aus. Aha. Was steht da? Valens. Okay. Ach, guck mal. Wer steht denn da drüben? Ein Leuchtner. Ganz einsam und allein da drüben. Souvenirshop des Forschungszentrums. Öffnen. Nein. Also es gibt hier auch noch viele Orte. Ein Weichpanzer. Jetzt ist er ganz weich. Ihr hat etwas entdeckt, ja. Ich habe auch was entdeckt. Der tote Briefkasten. Ah, da drüben. Da drüben ist der. Nehmen wir noch schnell das Meierlöck-Leich und dann auf zum toten Briefkasten. Es tut mir halt so leid, dass ich den Stream stoppen musste, aber irgendwas ist hier nicht ganz so koscher. Ich kann es dir gleich nochmal versuchen, ihn anzumachen. So, Stockton Solobahn. Und ich gehe mal kurz hier rüber. Schwupp. Schwupp. So, und dann hören wir uns das mal an. Stockton's Holobahn. Karte, Daten, Inventar. Hilfsmittel diverses. Wo ist denn hier S? S, 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 S hier. Update. Beobachtete ungewöhnliche Aktivität hat aufgehört. Fenster ist offen für Kontaktaufnahme durch schweres Kaliber. Aber es muss sofort gehandelt werden. Das Paket befindet sich noch immer in meinem Besitz. Es ist hier aber nicht mehr lange sicher. Ende. Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Wo ist meine Nacht? Trifft dich mit dem alten Stockton. Ja, aber wo? Wird das jetzt schon aktualisiert, die Karte, oder wie? Ach so, ja, er hat schon aktualisiert, also da oben hin. Wechsle ich mal wieder die Waffe auf die hier. Nicht, dass uns die ganze Munition noch ausgeht. Was ist denn hier? Hier ist wie üblich nix. Ach, guck mal an. Nee, ich geh doch hier rüber. Es geht halt nicht mit dem Parallel. Irgendwas ist da schon wieder verrückt. Das kann aber auch an Twitch liegen. Ich meine, Twitch ist irgendwie teilweise krass überlastet. Und naja, ich weiß nicht. Es kann... Oh, okay, hier waren wir noch nie. Karawane oder Raider? Bunker Hill. Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Okay, haben wir Bunker Hill entdeckt. Und hier soll ich mich mit Stockton treffen? Hey, nichts für ungut, aber du gehörst zu keiner Karawane. Verzieh dich. Ja, nicht gleich so nett. Muss ja nicht übertreiben mit der Nettigkeit. Wo ist er denn, der Stockton? Ich bin versucht, zur Railroad zu gehen, bei all diesem Scheiß. Ich weiß nicht. Hey, du, die Leute müssen was tun. Bring meinen trotteligen Sohn mal zur Vernunft. Zur Railroad zu gehen, bringt nur Ärger.
Es ist immer gut, Leuten zu helfen. Leuten helfe ich gerne. Sins aber nicht. Ich helfe ihr doch nur grantigen alten Karawanenarbeitern dabei, vom Fusel blind zu werden. Wenigstens kämpft die Railroad gegen das Institut. Und warum sollte man Sins nicht retten? Da kannst du auch gleich der Gesellschaft zum Schutz der Todeskrallen beitreten. Sins retten zu wollen, klingt für mich edel. Ich bin nicht der Einzige, Dad. Es reicht. Wir haben Gäste. Okay. Ja, ein bisschen was, weil das immer noch so Probleme macht mit der Aufnahme. Ich werde hier kurz mal eine Aufnahmepause machen und, naja, ich weiß nicht, irgendwann ein andermal weitermachen. Aber es regt mich schon wieder auf, diese Probleme. Es wäre einfach schön, wenn das einfach nur mal funktionieren würde, aber nein, es tut es nicht. Also, ich werde hier mal, oder nee, warte, wir machen das noch. Auch wenn es jetzt leckt, tut mir leid. Ich will das hier aber noch schnell machen. Wir reisen, nach Sanctuary, ja. Mach das, bupp. So, dann werde ich nämlich hier die Aufnahme beenden, meine Powerrüstung abstellen und wir werden uns das nächste Mal sehen. In diesem Sinne, viele Kiva und bis zum nächsten Mal und sorry für diese Aufnahmeprobleme. Ich versuche das irgendwie in den Griff zu kriegen. Tschüss. So, da bin ich wieder, nach einer kurzen Aufnahmepause. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen lösen, denn ich habe jetzt für Streaming und Aufnahme QuickSync eingestellt. Vorher hatte ich ja nur für die Aufnahme QuickSync, jetzt habe ich auch für Streaming QuickSync. Gesehen habe ich jetzt schon beim Starten des Spiels, dass doch ab und zu da kleine Codierungsprobleme kommen. Naja, aber ich sag mal, das kann man verkraften, weil das Spiel startet ja, das lädt ja erstmal jeden Krimskrams. Und ich werde das jetzt erstmal beobachten, ob das einigermaßen okay ist. Wenn dann nämlich wieder Probleme auftreten sollten, werde ich die Aufnahme wieder abbrechen müssen und weiter nach Lösungen suchen. So, wir waren hier das letzte Mal bei Bunker Hill. Da reisen wir da schnell wieder hin. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, ich habe vergessen. Wir sollten hier, glaube ich... Ich kenne dich noch nicht. Wenn du einen Arzt brauchst, bist du bei mir richtig. Du bist also ein Arzt. Ich bin eigentlich Veterinär. Jetzt schau mich nicht so an. Knochen werden immer gleichgerichtet, egal ob man zwei oder vier Beine hat. Also kommen wir zu dir. Was kann ich für dich tun? Momentan... Du bist Veterinär? Ich bin ein altes Karawanenmädchen, okay? Da muss man lernen, sich um Tiere zu kümmern, sonst hat man die Karawane nicht allzu lange. Dann gerät man in einen Hinterhalt. Ein paar Freunde oder Verwandte bluten auf dem Boden aus. Da lernt man, wie man Wunden behandelt und eine Erstdiagnose stellt. Zufrieden? Dann reden wir jetzt darüber, was ich für dich tun kann. Gibt's irgendwas Neues, Doktor? Nichts, das dich interessieren würde. So, und jetzt lass uns über dich und deine Gesundheit sprechen. Ja, meine Gesundheit ist völlig in Ordnung. Also, du brauchst mich nicht heilen. Wer bist du denn? Hallo. Wir müssen uns unterhalten. Kennen wir uns? Nein. Aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein. Und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Ich lebe für die Gefahr. Wo muss ich unterschreiben? Mir gefällt dein Eifer. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Sonderlieferung. Hey, hallo. Ich arbeite gerade an einem Slogan für die Klinik. Wie klingt, der Doktor ist da, der Schmerz ist weg. Könnte aber ein falsches Werbeversprechen sein. Naja, also, was gibt's? Nichts, du hast jetzt mich daran gequatscht. Okay, entschuldige mich. Kann ich mich hier nicht mal mit dem Herrn unterhalten? Okay, der hat uns also eine neue Aufgabe gegeben. Und das war eigentlich gar nicht das, was wir wollten. Hey, hier. Wir graben uns ein und halten die Position. Achso, das ist der Karawanenhelfer. Hey, ich will mich entspannen. Ist ja auch ein Karawanenhelfer. Hallo, ich bin Meg. Bist du neu in Bunker Hill? Für 10 Kronkorken kann ich dich rumführen. Niemand kennt den Ort so gut wie ich. Klar, ich mach die Tour. Zuerst die Bezahlung. Danke. Der Markt ist da hinten, die Bar an der Ecke und die Toilette ist da an der Wand. Tschüss. Bitte, was?
Wenn du jetzt nicht ein kleines Kind wärst, dann würde ich hier... Aber du bist leider ein Kind. Karawanen-Leute haben's nicht so mit der Romantik. Bringt weniger Herzschmerz. Oh, wer bist du denn? Was? Gammelkala, ach guck mal, hier treibt die sich also so rum, wenn die nicht bei uns gerade zufällig ist. Grüße, mein Freund. Dürfte ich fragen, ob du vielleicht einen Geigerzähler hättest? Gegenzeichen. Meiner ist in der Werkstatt. Du? Ich hätte mit einer feminineren Person gerechnet. Du gehörst zu unseren gemeinsamen Freunden, nicht wahr? So sieht's aus. Es ist immer schön, neue Freunde kennenzulernen. Du bist neu, oder? Du musst nur wissen, dass das hier der erste Halt für alle neuen Pakete ist. Also ist es wichtig, dass hier alles sicher abläuft und es keine unnötigen Verzögerungen gibt. Warum geht es für alle Pakete hier los? Bin mir nicht sicher, ob ich dir das sagen soll, wenn du dir das nicht selbst beantworten kannst. Ich helfe dir. Da könntest du doch zumindest meine Frage beantworten. Wenn ein Paket den Hersteller verlässt, geht es an einen bestimmten Ort. Dieser wechselt. Aber im Moment ist er hier. Werde ich also kompromittiert, trocknet die gesamte Lieferkette aus. Du hast ja einen schwierigen Job. Er erfordert enormes Fingerspitzengefühl. Aber ich trage gern meinen Teil bei. Mein aktuelles Paket ist jetzt schon deutlich zu lange in meinem Besitz. Ich soll das Paket an einem Ort in der Nähe abliefern. Aber Raider verkomplizieren die Angelegenheit. Könntest du also... Warum nicht einfach den Ort der Lieferung wechseln, wenn das so ein Problem ist? Der Treffpunkt hat schon mehrmals problemlos funktioniert. Neue Variablen sind immer gefährlich. Alles in allem ist es also sicherer, die Raider auszulöschen, als zu riskieren, dass unser Paket von unserer Konkurrenz abgefangen wird. Die Lieferung soll nachts stattfinden. Wenn du also alle unerwünschten Elemente vor dem Abend beseitigst, können wir sie noch heute durchführen. Wir sehen uns. Sichere den Treffpunkt. Karawanenhelfer. Ja, ich höre schon wieder Schüsse in der Ferne. Das ist natürlich immer toll, wenn man hier Schüsse in der Ferne hört. Oh, wer bist du denn, Depp? Was kannst du heute anbieten? Ja. Ich will doch gar nicht. Wer bist du? Kessler. Achso, hey. Das ist die vom Vorhin. Der Markt ist das weiße Gebäude mit den schicken Säulen. Da handelt immer irgendjemand. Okay. Was ist denn hey, mit dem Bein hier? Musst du übernachten? Greif zu, bevor es jemand anders tut. Kein Interesse. Was Besseres findest du nicht? Wir sind die einzige Absteige in der Stadt. Ja, naja, ist egal, wenn ihr die einzige Absteige seid. Also. Sicherer Treffpunkt. Nee, dann gehen wir da mal hin. Oh, diese Schüsse in der Nähe. Ich will's gar nicht wissen. Achso, übrigens, ja, die Aufnahme und der Stream laufen momentan noch okay. Also, ich hoffe, das bleibt auch so. Auch nach längerer Zeit. Ich würde ja, denke ich mal, jetzt noch gute 2 Stunden aufnehmen und dann wäre ich mal... Huch, wo bin ich denn hier? Okay, gehen wir über die Dächer. Wir sind Ezio. Okay, gehen wir nicht über die Dächer. Wir sind nicht Ezio. Müssen das? Okay, ein Supermutant. Okay. Eine so große Bedrohung. Wenn sie da draußen sind, finden wir sie. Ich höre ein Piepen und das Piepen gefällt mir nicht. Tritt bitte. Scheiße. Jo, verdammte Kacke. Verdammte Kacke, wo bin ich denn da nur wieder reingeraten? Da habe ich mich selbst wieder in mega Schwierigkeiten gebracht. Ich wollte doch gar nichts von den Supermutanten. Ich wollte nur zu diesem sicheren Treffpunkt. Der ja scheinbar doch nicht sicher ist, wenn... Ja, naja. Wo starte ich denn jetzt? Das ist eine gute Frage.
Ernsthaft? Ich starte hier. Gerade. Trotz bei Nacht eine neue Bedrohung. Eine Klasse.